haben hier den Smart Vision EQ for Two. Nach der Weltpremiere in Frankfurt und im Ausflug nach Tokio ist er jetzt hier in Las Vegas angekommen, rechtzeitig zur CES und bringt natürlich alles an technischen Finessen mit, um genau richtig zu sein bei dieser Messe. Wir haben uns konzentriert auf ein Auto, das perfekt ist fürs Sharing. Das muss autonom fahren. Man sieht das hier, keine Pedale mehr, kein Lenkrad. Man hat Platz ohne Ende. Ich nehme die ganze Stadt wahr, weil das Ganze eben aus Glas ist. Ich habe einfach ein viel intensiveres Gefühl für die Stadt und die Schönheit der Stadt. Ich denke, das konnte man hier in Las Vegas auf dem Trip schon fantastisch auch erleben. Technisch könnten wir das Auto sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell auf die Straße bringen. Und wir gehen da heute davon aus, dass das ungefähr 2025 bis 2030 so weit sein könnte.